YouTube festgehalten werden kann. Ja, also, wenn ich möchte, der bitte dunkel machen. Hast du da allerdings schon weiter geblättert, Henning? Weil bei mir wird noch die erste Folie angezeigt. Ich weiß nicht, wie das Nein. mit den anderen ist. Ehrlich? Dann stoppe ich doch mal die Freigabe und starte sie nochmal. Denn sehen solltet ihr das. Jawohl, das sieht gut aus. Ein technisches Problem wäre ja auch langweilig gewesen. Eben. Ja. Wir haben ja nur noch 58 Minuten zu überleben. Ja. Aber lasst uns starten. Ja. Bei mir sagt es 13:02 und ich hoffe, das Umblättern funktioniert jetzt. Und ihr seht unsere heutige Reise, die Agenda. Perfekt, danke fürs Feedback. Und willkommen zu unserem zweiten Boxenstopp hier zu mein Ziel, Hashtag mein Ziel 22 der CLC, der Corporate Learning Community Lernreise, die irgendwann im Mai dann in den Barcamps in Waldorf, Hamburg und online enden wird. Und auch alle Kinder herzlich willkommen und ihr dürft gerne mitkommen. Hier gibt es aber keine Buntstifte, aber bunte Slides. Hm? Wir starten heute mit dem kleinen Ankommen. Das bin ich jetzt, Martina. Und für all die, die pünktlich waren, haben es gemerkt. Na, Martina kommt ein bisschen später, da macht der Computer nochmal ein kleines Update. Und wir gehen heute in die zweite Phase rein. Und wir haben uns vor knapp 4 Wochen das erste Mal getroffen zum Kickoff und ein bisschen probiert, über mein Ziel auch live zu erzählen. Und im Vorfeld, als auch in den letzten Tagen, Wochen, haben wir entsprechend geblockt. Wir haben Videos aufgenommen, wir haben Interviews durchgeführt und andere tolle Dinge, hoffentlich tolle Dinge, gepostet, die ihr gesehen habt. Wir haben auch ein wunderbares Wachstum schon in den meinen Zielen, wo wir heute drüber sprechen werden, die wir euch zeigen werden. Und wir freuen uns auf jeden Fall über eine tolle Veranstaltung mit euch. Seid aktiv gerne, wenn ihr Fragen habt, benutzt den Chat und möglicherweise, wenn Martina in den nächsten Sekunden kommt, die Menti-Slides, die ihr dann anklicken könnt. Und wenn nicht, dann benutzen wir heute einfach permanent den Chat und sind darüber aktiv. Es wird klappen, die Martina ist da. Hey, Martina, du bist da. Ein Timing, wunderbar. Danke deinem PC, dass er ein so schnelles Update gefahren hat. Und schön, nein, dass hat du auch er nicht. Da bist. Ich habe den Rechner gewechselt. Keine Chance. Der andere ist noch bei 42%, aber ich habe den anderen Rechnerflug angeschmissen. Jo, alles klar. Ich bin nur gerade nicht in der Agenda. Wo sind wir? Hm? Ich habe das Ankommen für dich übernommen und ich war Martina 2.0 oder 0.0, je nachdem, wie man das sieht. Und das heißt, du dürftest jetzt dein Ziel übernehmen und wir gehen direkt zu deinem Part, wenn du möchtest. Okay, wunderbar. Vielleicht, alle, die Mittagessen oder die Garage aufräumen, einmal auf Mute drücken, dann hat man nicht so viel Krach im Ohr. Super Idee. Genau, hier ist der Screen. Bitte jemand einmal den Code in den Chat stellen, das sehe ich nämlich jetzt gerade nicht mehr. Mhm. 688-687-22. Genau, und unsere erste Frage ist, hast du bereits ein Ziel formuliert? Und ihr könnt euch jetzt gerne auf Menti austoben. Hui, eindeutige Aussage. Aha, okay, dann schauen wir doch mal. Ich habe, als du noch nicht da warst, Martina, schon damit gedroht, dass Aktivität angesagt ist, obwohl jetzt Mittagspause ist. Und jetzt geht es direkt los. Ja. Genau. So, 24, 26, stetige Teilnehmer. Wie viele Teilnehmer haben wir gerade aktuell? Ungefähr? 80. Ach, dann warten wir doch noch einen Augenblick, bis alle in der Menti drin sind und das entsprechend eingegeben haben. Die Zeit nehmen wir uns. Also, wir haben einen klaren Favoriten bis jetzt mit 32 Stimmen, ein Ja. Also, über die Hälfte unserer werten Community, der Teilnehmerinnen heute, hat tatsächlich das Ziel bereits formuliert. Wir sind bei 58 Stimmen, 60, warten wir noch einen Augenblick. Und falls jemand tatsächlich ein Problem hat, in die Menti reinzukommen, bitte einfach in den Chat schreiben. Da gucken wir natürlich auch rein und das bekommen wir ebenso mit. Es scheint sich zu stabilisieren, gerade hier mit 63 Stimmen. Okay.
Gut, also wer jetzt noch ein bisschen Delay hat und später noch abstimmt, das ist kein Problem. Wir posten die Ergebnisse ja wieder. Das heißt, ihr seht das dann auch wieder. 64, falls da noch Stimmen zugekommen sind. So, jetzt muss ich wieder gucken. Dann auf zur nächsten Frage. Wir würden gerne von euch wissen, hast du dein Ziel denn bereits geteilt? Und wieder gibt es die drei Optionen, ja, nein oder halbwegs. Aha, der Kuchen sieht ein bisschen anders aus. Schauen wir mal. Aber auch hier doch immer noch eine kleine Mehrheit für das Ja. Und unter halbwegs kann man alles verstehen. Logisch, da lassen wir euch einfach die gestalterische Freiheit, das zu interpretieren. Und wir haben schon 60 Stimmen. Super. Dann warten wir auch gar nicht mehr lange. Ja, wie gesagt, es sieht ein bisschen anders aus als auf der Folie vorher, aber immer noch eine Mehrheit auf jeden Fall für das Ja. Das Ziel wurde bereits geteilt. Und wir sind auch hier bei 64 Stimmen. Das haben wir ja eben auch gehabt. Von daher würde ich sagen, danke für die Antwort. 65, oh, wird mehr. Dann gehen wir jetzt aber weiter zur dritten und letzten Frage. Und zwar, falls nicht, was brauchst du denn, um dein Ziel zu formulieren oder zu teilen? Und hier habt ihr natürlich ein Freitextfeld. Also auch hier freuen wir uns, wenn ihr einfach mal aufschreibt, was fehlt euch denn noch? Ja, Zeit, danke. Stimmt. Kann ich nur heftig nicken. Nichts finde ich auch gut. Eine knackige Idee. Oh, das könnte heute ja vielleicht dann auch helfen, dass ihr heute noch dabei seid. Noch ein wenig Zeit. Den richtigen Fokus. Verstehen, was ich wirklich will. Wirklich, wirklich will. Bin gerade erst fertig geworden. Zeit. Ich bin, es ist formuliert, bin recht zufrieden. Sehr gut, danke. Die zündende Idee, ein Anstupser, eine konkrete finale Formulierung. Ich weiß noch nicht, wie ich das teilen kann, bin total neu. Ja, das zeigen wir heute auf jeden Fall nochmal. Daher wunderbar, dass du mit dabei bist. Entscheiden für welches Ziel? Oh, das kenne ich auch, die Entscheidungsparalyse. Was nehme ich denn? Die Kick-Off-Veranstaltung, ja, mittendrin. Inspiration, die sicher heute kommt, ganz sicher. Mehrere Partner, mit denen man gemeinsam lernen kann. Ja, da kann natürlich der Korn heute hier helfen und vielleicht auch die ganzen Plattformen, auf denen die Ziele geteilt werden, um sich da vielleicht auch anzuschließen. Und ich würde sagen, ja, der große Faktor natürlich Zeit, das, was wir alle als Situation kennen, wo wir täglich sagen, woher nehme ich sie mir denn? Aber das ist es halt wert, weil es geht ja um unser eigenes Upskilling. Und mit diesen Worten gebe ich zurück sozusagen ins Studio und danke für die Teilnahme an der Menti. Vielen Dank, Martina. Danke für den Zwischensprint. Und danke ans Plenum, an die Community für eure tollen Votings. Und Jakob, du siehst hoffentlich wieder meine Slides. Und ich denke, einige Dinge, die waren für dich jetzt. Und da wirst du uns ein wenig aufschlauen können. Exakt. Vielen Dank dir. Schön, dass in der Menti gerade auch gesagt wurde, dass es ein bisschen Information braucht, wie die Ziele geteilt werden. Das möchten wir euch jetzt direkt in einem kurzen Durchlauf nochmal mit an die Hand geben. Ein Teil davon kennt ihr auch schon. Ein paar andere Dinge sind aber auch neu. Die Links zu den einzelnen Seiten, die wir euch gleich zeigen werden, tue ich im Nachgang einmal gebündelt in den Chat stellen und ihr werdet die auch im Nachgang in einem Blogbeitrag auf colen.de finden. Von daher lehnt euch zurück, schaut euch an, was es so alles gibt und alles bekommt ihr im Nachgang noch einmal. Genau, Henning, vielleicht magst du direkt noch einmal weiterklicken. Weil das kennt ihr bereits, das ist die colen.de-Seite von der Corporate Learning Community und die erste Anlaufstelle für euch sollte sein, dass ihr dort unten in den Kommentaren euer Ziel veröffentlicht. Das könnt ihr natürlich auch auf Social Media, LinkedIn und so weiter machen. Aber schön wäre es, wenn wir dort den zentralen Ort hätten, wo wir alle Ziele zusammen haben. Damals, wo ich den Screenshot gemacht habe, waren es noch 23 Kommentare. Mittlerweile sind es, glaube ich, fast 100. Von daher dort findet ihr die geteilten Ziele und auch noch mal eine kurze Beschreibung, wie ihr euer Ziel am besten teilen könnt. Henning, wenn du noch mal eins weiterklickst, dann sehen wir den Slack-Kanal. Da schicke ich euch im Nachgang auch gleich den Link.
Dort könnt ihr gerne Fragen stellen, wenn ihr welche habt, euch vernetzen. Das ist einfach gedacht für alle, die bei Mein Ziel 22 mitmachen wollen. Und auf Xing gibt es die Veranstaltung. Da habt ihr vielleicht auch schon teilgenommen. Klickt dort gerne auf Teilnehmen oder auf Zusagen. Dann bekommt ihr Mails mit den Links zu den Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit euch durchführen wollen. Das haben wir vor knapp einem Monat bereits schon gezeigt. Von daher nur ein kurzer Reminder. Henning, wenn du noch einmal klickst, dann kommt nämlich was Neues und du kannst direkt auch noch mal klicken. Das ist unser Padlet. Das kommt jetzt, genau. Da schicken wir euch auch den Link. Da findet ihr in einer anderen Form nochmals alle Ziele. Und oben seht ihr gewisse Kategorien, die wir für euch angelegt haben. Da könnt ihr ganz unkompliziert auch neue Kategorien für Ziele anlegen, beziehungsweise eure Ziele, die ihr bisher formuliert habt, einer bestimmten Kategorie zuordnen. Das macht ihr einfach, indem ihr auf den Link, der dann kommt, klickt und dort ganz ohne euch anmelden zu müssen oder sonst etwas zu tun, einfach eine Karte anlegt mit eurem Ziel. Und das soll natürlich dem dienen, dass ihr einen besseren Überblick habt, welche Themen insgesamt abgedeckt werden, welche Themen euch interessieren, wo ihr euch vielleicht vernetzen möchtet und Mitstreiter oder MitstreiterInnen findet, um euer Ziel voranzutreiben. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was gerade auch in der Menti kam. Wie finde ich andere Menschen, die ähnliche Ziele wie ich verfolgen? Und Henning, du kannst gerne nochmal klicken, weil dann kommt gleich noch eine zweite Sache, nämlich der Peer Finder. Und wenn du jetzt nochmal klickst, das ist ein Geklicke hier, genau, da sieht man es auch noch ein bisschen größer, da schicken wir euch auch gleich nochmals den Link zu. Das ist ein Tool, zu dem ihr euch allerdings anmelden müsst, also einen Account erstellen müsst. Das geht aber relativ einfach und dort könnt ihr schon Gruppen finden, die auch bereits an Zielen arbeiten und euch dort auch zusätzlich vernetzen und miteinander in den Kontakt treten. Da gibt es auch ein schönes Video, das geht, glaube ich, knappe 4 Minuten lang, wo beschrieben wird, wie das funktioniert. Und da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen und den Peer Finder nutzen, um zusätzlich Leute zu finden, die Ziele verfolgen, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten könnt. Jetzt Henning, ich glaube, jetzt haben wir gar keine Übersicht mehr, aber im Chat findet ihr jetzt auf jeden Fall nochmal alle Dinge zusammengefasst, eben colearn.de als wichtige Anlaufstelle, Slack für Fragen, das Xing-Event, um teilzunehmen, alle Informationen zu bekommen, das Padlet nochmal, um alle Ziele grafisch ein bisschen schöner und übersichtlicher aufbereitet zu finden und den Peer Finder, um Kollegen und Kolleginnen zu finden. Das war's von dem kurzen organisatorischen Part und jetzt gebe ich zurück nach Oldenburg. Dankeschön. Danke, Jakob, für die ganzen, wow, so viele Möglichkeiten, ne, wo man was rein zielen kann. Und wo wir es eingeben können und unsere Ziele eingeben können. Du hast schon gesagt, ja, die Ziele sind unglaublich viel mehr geworden. Und wichtig für all die, die jetzt noch ein bisschen unentschlossen waren und sagen, Mensch, ich habe mein Ziel noch nicht gefunden. Und nehmt euch, auch wenn wir das auch gemerkt haben gerade, die Zeit und schaut und gebt überall bei LinkedIn, bei Twitter und Co. einfach mal Hashtag MeinZiel22 ein. Ihr werdet einige Ziele finden. Geht aufs Padlet, geht auf die Colearn-Seite und vielleicht ist es ja nicht das 1000%ige Ziel, aber das 100%ige Ziel, was ihr findet und schließt euch der Gruppe an, die sich dort nach und nach finden und Möglichkeiten habt ihr genug. Und falls das noch nicht ausreicht, wir sind ja auch noch da. Ja, man kann auch direkt uns und andere aus der Community natürlich offen fragen. Scheut euch bitte nicht. So, das mit dem Klicken heute ist ja so eine Sache. So, wunderbar. Ja, gehen wir gleich weiter in unserem Mittagssprint hier und zu den Insights. Ja, und, dazu auch ein, zwei Bildchen, bevor wir gleich hoffentlich hier bei den ganzen knapp 70, 80 Menschen unseren Interviewteilnehmer finden und es hotspotten können oder ähnliches. Martina, ich weiß gar nicht, wie das heißt, bei Teams.
Wie kann man jemanden hier highlighten? Das dürft ihr euch vom Orga-Team schon mal überlegen, dass wir den Franz Erni gleich hier finden und mit nach vorne holen, damit er auch von allen gesehen und gehört wird. Wir haben ja schon in den letzten Wochen ein paar Interviews durchgeführt. Ihr habt das ja vielleicht auch gesehen, den Podcast und den Videoblog mit dem Oliver Lorenz von EY, und den wir durchgeführt haben. Und uns ist ja auch wichtig, dass die Community immer sich zeigt, auch hier live zeigt, und dass wir eben auch einmal von jemandem, der nicht aus dem Orga-Team kommt, hören und verstehen, wie kommen wir überhaupt voran. Und dazu haben wir den Franz eingeladen, ja, und den mussten wir gar nicht einladen, der wäre so oder so gekommen. Und das ist ganz schön, aber trotzdem, dass du da bist, Franz. Und wir hatten, kannst du mich hören? Können wir dich hören? Ja, hier ist Konrad Höns aus der Schweiz, ich höre euch. Wunderbar, ja. Und jetzt sehen wir dich auch, ich sehe dich zumindest. Perfekt, ja. Cool, danke fürs Highlighten. Wie heißt das hier bei Teams, damit wir bitte was lernen? Und wenn jemand so aussieht wie Franz jetzt? Spotlight stellen. Spotlighten, ja, danke schön. Ja, Spotlighten, wer die Funktion also irgendwie mal ausprobieren möchte, Spotlighten bei Teams, wieder was gelernt. Franz, wer bist du denn eigentlich? Also mein Name ist Franz Erni und ich komme so ziemlich in der Mitte aus der Schweiz, also zwischen Bern, Zürich und Basel, und das ist an einem schönen See gelegen. Ist das Wetter auch schön? Ja, ich glaube, man sieht es, es war schon schöner. Okay, also wie bei uns, ich glaube, das trifft uns fast alle. Ja? Es sei denn, jemand lockt sich gerade von den Kanaren oder so ein, und das treibt uns alle gerade um. Aber Franz, du bist ja auch, du bist ja noch neu in der Community, ne? Relativ. Ja, ich weiß nicht, wie lange dass ich schon dabei bin. Ich war einfach wieder Boris Becker plötzlich drin. Und das muss ich sagen, das ist eine super Sache, diese Co-Learning-Community. Ja. Was gefällt dir da am besten? Das Miteinander machen. Am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war es ein bisschen kompliziert für mich, das Ganze zu begreifen, weil es so viel Kürzel und Nummern hatte. Bis ich das alles gecheckt habe, hat es ein bisschen gedauert. Aber jetzt bin ich da langsam drin. Mhm. Sehr gut. Das ging mir, das geht mir immer noch genauso. Ja, ich bin ein sehr visueller Mensch inzwischen, und diese ganzen Buchstaben und Wörter und Abkürzungen und dann die ganzen Hashtags auf Twitter und Co. Man muss sich da so ein bisschen reinfummeln, wie bei Mein Ziel 22 eben auch. Ja, und so ein bisschen reinfummeln. Der Jakob hat es eben noch mal vorgestellt, und die unterschiedlichen Möglichkeiten, um seine Ziele entsprechend zu formulieren, zu posten, Teams zu finden etc. Und wie bist du da vorgegangen bei Mein Ziel 22? Explizit. Ich hatte irgendwann mal eine Idee, dass ich das, weil ich bin gerade noch in einem Wall Circle und einem LernOS, dass ich das da mit integriere. Und das habe ich dann auch übernommen. In meinem Wall Circle befasse ich mich mit dem Thema psychologische Sicherheit. Und zwar will ich das mit kollegialem Lernen verbinden. Also, dass man sich viel mehr austauscht, als dass ich irgendetwas erkläre, sondern dass die Leute wieder lernen zu lernen. Genau, da haben wir am Freitag drüber gesprochen. Ne? Also wie annähernd jedem hier hoffentlich bewusst, ja, das Lernen sowieso immer angesagt, ja, aber dass eben die ganze Belegschaft es wieder lernt, aktiv zu lernen, selbst organisiert, Empowerment und diese ganzen wunderbaren, schönen Dinge. Und ja, du bist, ich vielleicht noch sagen kann, was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, ich war so an einem Meetup zum Thema psychologische Sicherheit, und das meiste habe ich da in einer Breakout-Session gelernt. Weil wir haben uns sofort ausgetauscht und haben gesagt, ja, das ist ja das und das. Und darauf beruht nun auch meine Folien, dass ich den Leuten in einer Art Story erzähle, wie ich zu meinem Wissen gekommen bin. Mhm. Und was du ganz besonders gut machst, wer einfach mal bei LinkedIn oder bei Twitter einfach mal Hashtag MeinZiel22 eingibt, insbesondere bei LinkedIn, deswegen sprechen wir hier jetzt auch miteinander, du teilst das Ganze proaktiv. Also im Nordwesten würden wir sagen, du teilst
Ah, nee, das darf ich hier nicht sagen. Ja, und da haben wir drüber gesprochen. Und ich muss das korrigieren. Und du teilst wirklich sehr, sehr aktiv und bist auf der Suche, um dein Ziel, Team auch zu finden. Ja, also, wie gehst du vor, um dein Team zu finden? Also, was ich mal sagen muss, wenn ich irgendwie eine PowerPoint mache, dann lerne ich etwas und komme immer wieder auf Ideen. Und zwar komme ich da auf Ideen, die ich in der realen Welt nicht sehen würde. So wie Zusammenhänge. Und darum mache ich sehr viele PowerPoints eigentlich für mich, um zu neuen Ideen zu kommen. Und dann poste ich sie halt am Morgen. Und das ist auch gut, weil kurz habe ich dann auf Posten gedrückt, kommen mir schon die nächsten Ideen. Also ich mache mit mir so fast ein kleines Daily. Mit dir und der virtuellen Community? Ja, wenn sich jemand da meldet, ist das gut, aber das ist nicht zwingend, sondern ich teile einfach mal, was ich gerade zu sagen habe. Ja, super schön. Ich hoffe, das machen ganz, ganz viele, insbesondere mit dem Hashtag MeinZiel22. Hast du da schon ein Team finden können? Nein, für mein Ziel direkt nicht, aber der Wall Circle, der ist so gut, weil da ergänzen wir uns tiptop, da wird sicher das Thema psychologische Sicherheit, kann ich da integrieren. Auch die Gruppe mit dem Getting Things Done, das ist super, oder da wird Informationen ausgetauscht, die in diesen Unterlagen gar nicht drinstehen. Ja, ich lese es auch gerade hier im Chat, ne? Und Getting Things Done, Learn OS Circle, den du da hast. Ja, perfekt. Ja, also, was auch zeigt, man braucht jetzt, insbesondere an die, die noch Herausforderungen haben mit dem Ziel finden, und vielleicht könnt ihr auch existierende Projekte, existierende Dinge einfach mit Mein Ziel 22 vernetzen. Ja, die Community erweitern und dadurch eben das jeweilige Projekt voranbringen. Als ich mit dem Oliver gesprochen habe, ne, das ist ja auch so. Und andere Ziele, die ich gesehen habe, die wir gesehen haben, die drehen sich auch häufig ja um Arbeitsprojekte, die man voranbringen möchte und wo man einfach einen gewissen Halt auch von außen über die Community dann bekommen kann. Und vielleicht auch, auch wenn wir das alle nicht gerne hören, aber so ein bisschen Druck und dass ich eben doch dann beim Daily, Weekly, whatever, eben dann schon ein paar Resultate vorweisen muss und was ich eben nicht hätte, wenn ich alleine unterwegs bin. Und dahingehend super, super gut das Teilen und das Community finden. Wer also, Franz, hast du denn noch Bedarf an Teammitgliedern? Also da bin ich immer offen, oder? Das freut mich ja. Also wo ich am höchsten Bedarf habe, ich habe ja das mittlere Ziel, ist Unterlagen zu erstellen. Weil ich habe gesehen, ich mache immer so Collagen, oder? Und die sind für mich super verständlich, aber nicht immer für die anderen. Oder weil ich muss, wenn ich esse, dann habe ich auch am liebsten einen Topf. Dann muss alles auf einer Folie sein. Aber das ist, wenn man jemand etwas erklären will, nicht immer das Beste. Ich kann dir sowas von zustimmen und ich habe auch ein unglaublich aktives Nicken bei Simon gesehen. Ja, und da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ja, und dass man Gedanken aufs Tableau bringt, aber man muss sie auch verständlich für die anderen machen. Ja, also mein Lieblingsessen, wo wir dabei sind, ist Grünkohl mit Kochwurst, Pinkel, Kartoffeln und wunderbar, wenn man es dann mixt, Fischstäbchen obendrauf, ein bisschen Zitrone, Salz und dann so richtig umrühren. Es ist irre lecker. Ja, also ich kann dir das mit dem Eintopf unglaublich gut nachvollziehen. Aber das muss man auseinandernehmen, ja, für die anderen Menschen, damit sie es verstehen. Da muss man aufbereiten und der eine mag eben nur die Fischstäbchen und der nächste nur die Kartoffeln und der braucht das auch nach und nach. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, sehr cool. Danke dir, Franz. Dankeschön. Vielen Dank für deine Insights hierzu. Ah, ich kann den Dank noch weitergeben, und zwar an Karl-Heinz. Der hat am Wochenende etwas gepostet, auch unter dem Hashtag Mein Ziel. Und das habe ich gerade noch integriert. Also darum ist Teilen eigentlich von mir aus gesehen immer wichtig. Total. Ja, teilen, folgen und Co. Und gerade Karl-Heinz, Twitter als Lernbooster fällt mir da direkt ein. Ja,
Und einfach sich gegenseitig befruchten via soziale Medien und die wirklich mal sinnvoll nutzen. Und danke, ja, ist definitiv bei Karl-Heinz angekommen. Ihr seht hier noch eine zweite Person auf den Slides, oder zumindest sehe ich die. Und die Sandra. Sandra, ich habe dich einfach mal spontan überfahren, wie ich gerne so bin. Und hast du Kamera und Mikro für uns? Ja, ich bin hier. Perfekt. Hi. Und schön, dass wir uns jetzt heute das erste Mal sprechen. Ich bin ein Freund von spontanen Dingen. Sandra, ich habe dich gefunden, wenn ich bei LinkedIn, also wir sind eh schon connected und so, aber als ich mein Ziel 22 heute Morgen eingegeben habe, war dein Ziel stand ganz, ganz oben in meiner Suche. Und was ich wunderbar fand, ist, dass du deine Community bereits gefunden hast, die natürlich auch gleich dazu geschrieben hast. Und Sandra, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie ihr so vorgehen wollt, jetzt die Tage, die nächsten Wochen? Habt ihr schon einen Plan? Nö, natürlich nicht. Ich stehe übrigens deshalb ganz oben, weil ich als Bummelletzte wahrscheinlich mein Ziel veröffentlicht habe. Ich bin da die ganze Zeit so drum rumgeschlichen, dachte, was mache ich nur als Ziel? Na? Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, das Thema Sketchnoten, was ich sonst immer nur mit Zettel und Stift gemacht habe, halt ins Digitale zu holen. Ja. Und ich bin im Moment noch gar nicht so, dass ich sage, das ist jetzt hier meine Gruppe, die Menschen, die ich hier aufgeführt habe, von denen weiß ich, dass sie es schon digital tun. Und habe halt gehofft, dass die mir ein bisschen helfen können, vor allem bei der Auswahl eines passenden Geräts, weil ich habe noch nicht mal irgendein Tablet oder Stift oder irgendwas, mit dem ich das machen könnte. Ja. Und weiß auch noch nicht so richtig, mit welchem Programm. Da sind sich schon die Geister auf nur iPad oder nicht. Ach, und ach, naja, das ist schon die erste Herausforderung. Was nehme ich denn jetzt für ein Ding? Ja, das ist ja, also gerade Equipment ist in der Zeit unglaublich divers. Ja. Also ich habe das Glück, hier liegt ein iPad rum und es liegt Gott sei Dank nicht rum und da geht fast alles mit. Aber ja, da geht es ja immer, da kaufst du dir sowas mal eben nur für Sketchnoting, reicht das nicht. Und da haben wir aber Gott sei Dank ein Netzwerk und du hast ja auch die Richtigen da schon getaggt und mit Danny und Co. Und von Danny habe ich auch wunderbare Sketchnotes und andere Dinge schon gesehen und die dir dann bestimmt weiterhelfen können und wo ihr mit Sicherheit dann auch irgendwie eine Art von Gruppe findet, vielleicht auch von Gleichgesinnten, die irgendwo auf dem Padlet ihre Ziele niedergeschrieben haben und tauscht euch aus und holt euch, wie du hier eben auch, einfach Rat von außen. Ja, also seid da aktiv, was wir vorhin gesagt haben und recherchiert nicht nur, sondern fragt auch. Ja, und taggt, edit entsprechend zu den jeweiligen Posts gleich die Menschen dazu und ein jeder aus der Community ist eins, nicht genervt, wenn das passiert, sondern wir helfen immer gerne. Und da weiß ich hier von den Anwesenden sind einige dabei, die könnten dir jetzt aus dem Kopf eine Equipment-Liste geben und mit aktuellen Preisen und so weiter. Und das würdest du bei keiner Idealo, Check24 oder wo auch immer im Vergleich nicht finden. Und da ist die Community ja einfach unglaublich stark. Und das heißt, du bist auch noch so richtig am Anfang. So ist es, genau. Ja, sehr cool. Aber hier, Simon, wollen wir auch schon wieder ein iPad. Also es ist wirklich eindeutig, dass die Leute mehr für iPads sind. Verdammt, ich wollte eigentlich gar keine Apple-Produkte mehr anschaffen. Das nur mal so nebenbei. Aber ich schweife. Ach, du kannst es gleich als dritten Bildschirm benutzen. Es ist total flexibel. Und wäre das iPad nicht so klobig, ja, so ein iPad Pro, und ich würde es überall mit hinziehen. Ich habe schon so mal irgendwie überlegt, ja, wie Hawkeye und so mit dem Pfeilköcher auf dem Rücken. Und weil man muss es immer mittragen, wenn es dann auch in so einem Case ist. Also da muss noch mal was erfunden werden. Und weil wir ja noch nicht in der augmentierten Welt leben und dass man die physischen Endgeräte am Körper hat, ohne dass man sie tragen muss. Ja? Und das wäre auch nochmal ein Projekt. Also der Chat quillt über und Sandra, das ist ja. Ziel sucht. Ja,
Und es ist ein bisschen gerade, ich merke das, wie Parship für Learning, was wir hier machen. Die Anfragen, der Output ist auf jeden Fall da. Und vielleicht sollten wir ans Orga-Team einfach jede Woche so eine Runde machen. Und dann werden auch die noch kein Team gefunden haben, und ein Team finden. Das wird sich schon ergeben. Ja. Sehr cool. Sandra, hast du irgendwo ein Ding, wo du sagst, boah, jetzt komme ich hier überhaupt nicht klar mit den Dingen, die wir so publiziert haben, was so kompliziert ist, irgendwas, wo wir dir helfen können? Es war nicht kompliziert, aber es waren halt doch schon sehr viele Dinge da. Dann kannst du da noch ein Badge dir holen und dann musst du dich eintragen. Und dann habe ich noch ein, es gibt ein Padlet, da habe ich mich da auch noch eingetragen. Auf den ersten Blick alles nicht gleich zu sehen, aber wenn man halt ein bisschen Zeit hat und alles durchliest, was wirklich dasteht, man muss halt mal lesen, kommt man sehr gut klar. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch alle Links geklickt, die irgendwie für mich sinnvoll sind und bin überall dabei, ich muss. Du darfst auf jeden Fall, ja. Und so wie ich das sehe, hast du eine Menge Links geklickt und das alles, ja, es gibt kein Falsch, aber alles richtig gemacht, ja. Ja, perfekt. Super. Genau. Klasse. Dann danke ich auch dir für die Zeit und das kurzfristige Mitmachen hier in unserer Veranstaltung. Du bist jetzt erlöst. Ja. Danke dir, Sandra. Ja, und an alle, die Sketchnoten wollen und so weiter, die Sandra helfen wollen oder die im Team mitmachen wollen, Sandra Richter definitiv zu finden über LinkedIn. Ja. Sehr schön. So, jetzt gehen wir zurück in die normale Ansicht und es geht weiter bei uns in der Agenda mit, mit der Svenja. Hm? Ja, sehr gerne, Henning. Du kannst auch direkt, wenn du magst, eine Folie weiter. Genau, da sehen wir direkt, was ich euch gerne erzählen möchte. Sandra sagte es bereits. Wir machen es euch vielleicht nicht hier und da einfacher. Es gibt immer wieder was Neues und hier gibt es auch wieder was Neues. Wir haben eine neue Überraschung für euch und zwar könnt ihr während eurer Reise gleich zwei Badges erhalten. Badges, Open Badges, das sind digitale Lernabzeichen, die wir euch gerne vergeben möchten und damit ja, Danke sagen an euch und auch auszeichnen wollen, dass ihr hier euch auf die Reise begeben habt und neue Kompetenzen dazu bekommen habt. Und genau, ich gehe jetzt gerne auf die zwei Badges ein. Zum einen dann ist das einmal das Started Badge. Das möchten wir gerne vergeben dafür, dass ihr euch auf die Reise begeben habt und ein Ziel formuliert habt. Und das zweite Badge erhaltet ihr dann am Ende der Reise hoffentlich, wo ihr damit ausdrückt, dass ihr wirklich ins Tun gekommen seid und dass ihr euer Ziel über die letzten 3 Monate reflektiert habt. So, jetzt nochmal ein kleiner Ausblick darauf, wie ihr zu diesen Badges kommt. Ja, es gibt wieder einen Link und zwar, damit ihr das Started Badge bekommt, haben wir ein Google Form entworfen, wo wir 3 Informationen von euch benötigen, um euch dieses Badge auszustellen. Und zwar ist das einmal euer Name, eure E-Mail-Adresse und wir würden gerne erfahren, wie ihr vorhabt, euer Badge zu teilen. 3 Felder also. Genau, das sind die Informationen und vielleicht nochmal ein Hinweis zu eurer Datensicherheit. Die Informationen werden selbstverständlich vertraulich nur zum Zwecke der Ausstellung dieses Badges verwendet und nach dem Projekt auch wieder gelöscht. Und genau, auf diesem Wege erhaltet ihr das Started Badge. Wie ihr das Finisher Badge dann später erhaltet, da wird es auch wieder eine Form geben, dazu aber dann an einer späterer Stelle mehr, da werden wir euch rechtzeitig mit wieder an Bord holen. Ich habe letzte Woche das schon zu einem Blogpost geschrieben, gemeinsam mit der Badge-Arbeitsgruppe. Den werden wir gleich auch nochmal hier in den Chat stellen. Da könnt ihr euch noch einmal durchlesen, die ganzen Details rundherum zum Thema Badge und haben da auch noch ein paar Links mit hinzugefügt, falls ihr euch noch ein bisschen tiefer in das Thema reinlesen möchtet, wie das Ganze funktioniert. Es gibt dort verschiedene Plattformen, mit denen diese Badges ausgestellt werden können und mit denen wir dann eben verifizieren, dass ihr euch auf die Reise begeben habt. Wir machen das Ganze gemeinsam mit der Plattform Badger. Das werdet ihr dann sehen, sobald ihr euer Badge selber erhaltet.
Genau, das war schon zum Thema Batch. Ansonsten, wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr gerne auch direkt auf mich zukommen. Kannst du schon mal vielleicht eine Folie weiter? Ja, mache ich gerne. Ja, danke für den Batch-Input. Wann kriegen wir dann den Link zum Word-Doc? Zum Google Form? Den ja, zum Google Form. Ach so, ja. Genau, also Doris hat gerade auch den Link zum Blogbeitrag gepostet. Wenn ihr euch den anschaut, da findet ihr das, den Google Form Link auch drin. Ich poste den gleich aber gerne auch nochmal separat hier in den Chat. Dann habt ihr dort direkt den Zugang. Perfekt, ja, sodass sich nämlich alle, die jetzt heute hier sind und auch gleich einen Abwasch gleich eintragen können, die alle ihr Ziel formuliert haben und dann auch das Badge nehmen können und dann natürlich auch gleich teilen, ja, um auch hier wieder die Community zu bewegen, um einfach ein bisschen noch mehr Bewegung reinzukriegen in unsere wunderbare Lernreise. Cool, danke dir. Ja, super, Doris. Doris hat es gerade schon. Klasse, eben, perfekt. Und das von Mallorca, Doris. Teil der Batch-Gruppe, also. Ja, also das hättest du gar nicht sagen müssen, ja. Wir hätten dir das so geglaubt, dass du das weißt. Ja. Ah, schön, die einzige mit gutem Wetter. Mhm. Eine Sache möchte ich gerne noch erwähnen. Und zwar nochmal danke an Franziska Losch, die das Batch entworfen hat. Nach viel Feedback sieht echt super aus. Und ja, ich bin ganz, ganz begeistert. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Es gibt hier noch Kommentare im Chat dazu, Echo. Guck dir bitte mal drauf und beantwortet das. Schau gerade, okay, Google Doc kann nicht jeder erreichen. Falls das gesperrt ist, ist auch gar kein Problem. Ihr könnt gerne die Informationen auch an einen von der Batch-Arbeitsgruppe zukommen lassen. Also hauptsächlich brauchen wir die E-Mail-Adresse und den Namen. Also da könnt ihr gerne mich kontaktieren nach der Session heute. Jetzt kriegst du Post. Kein Problem. Sehr schön. Cool. Oder die fünf anderen in der Arbeitsgruppe. Passt auch. Genau. Ja, lass mir über Doris ist dabei. Ist nicht Thomas Jennewein auch dabei? Peter Grünheil und wer ist dann so dabei? Und genau. Der mir so einfällt. Also dahingehend frequentieren nicht nur uns. Sehr schön. Danke. Wenn weitere Fragen sind zu den Badges, eben kontaktiert die Gruppe, nutzt den Chat hier und wir werden gleich auch noch einen Moment Zeit haben, um auf weitere Fragen einzugehen. Jetzt gehen wir einmal und drücken den Fast-Forward-Button und wir spulen vor. Und wir sind gerade Mitte Februar und wir spulen vor zu Mitte, Ende Mai und es geht dann weiter. In unserer Reise, die Lernreise MindCity 22 finalisiert sich sozusagen und in ja, dem hybriden Triple, so habe ich das einfach mal genannt, und in einem Barcamp in Hamburg, in Waldorf und online. Ja, das Ganze wird zeitgleich an den zwei Tagen hier, 24. und 25. Mai, stattfinden. Die Orga-Teams haben auch da ihre Arbeit gerade so aufgenommen und sind also noch voll in der Planung. Ich frage dich jetzt mal, Karl-Heinz, kannst du uns irgendwas erzählen über die wunderbaren Veranstaltungen, die wir Ende Mai an den drei Orten erleben? Ja, gerne. Also das Corporate Learning Camp CLC 22 haben wir ganz bewusst ein bisschen später im Frühjahr angesetzt, in der Hoffnung, wir können wieder wirklich alle präsent zusammenkommen. Und die Corona lässt uns da wirklich in Ruhe bis dahin. Wir hoffen, dass wir das auch wirklich schaffen. Das heißt, überlegt schon, ob ihr es irgendwie machen könnt, dass ihr damit teilnehmt. Bisher haben wir noch relativ wenig Anmeldungen, was uns so ein bisschen wundert. Wir sind ja sonst eigentlich gewohnt, dass wir ganz schnell ausgebucht sind, aber offensichtlich sind viele noch ein bisschen zurückhaltend. Also seid mal mutig, wir sind es auch. Wir bereiten uns wirklich darauf vor.
ein Camp an zwei Standorten gleichzeitig zu machen. Und gleichzeitig soll man auch noch online teilnehmen können, also so eine ganz besondere Form von Hybrid. Und die beiden Standorte, das haben wir beim letzten Camp, beim letzten Online-Camp gelernt, wir werden uns alle immer mehr auf unsere Nachhaltigkeitswirkung konzentrieren müssen. Und ein Thema, ein großes Thema ist natürlich der CO2-Verbrauch. Und ich habe gelernt, dass bei Veranstaltungen die Anreise allein schon der überwiegende Teil des gesamten CO2-Produktion einer Veranstaltung ist. Und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, naja, um die Anreisen kürzer zu machen, nehmen wir einen Standort im Norden in Hamburg und einen Standort im Süden in Walldorf. Im Norden ist eine Hochschule berufliche Bildung oder die Hochschule berufliche Bildung unser Raumsponsor. Da freuen wir uns auch drauf. Und in Walldorf ist es SAP und da sind wir zu Gast in einem großen SAP-Gebäude. So, und das Orga-Team ist im Moment dabei, sich intensiv darauf vorzubereiten, was das denn eigentlich heißt, technisch und methodisch so ein Camp an zwei Standorten gleichzeitig stattfinden zu lassen. So die Idealvorstellung ist, dass egal an welchem Standort jemand teilnimmt, er an jeder Session, an jedem Standort gleichberechtigt teilnehmen kann. So, und das wollen wir mal sehen, ob wir das ordentlich hinkriegen. Aber ihr wisst ja, wir sind immer beim Experimentieren. Lasst euch überraschen und falls ihr Tipps habt, kommt ins Orga-Team dafür. Eben. Ja, also wer noch was mitmachen möchte, ins Orga-Team kommen, auf jeden Fall. Ja, und es gibt noch eine Menge zu tun. Es gibt auch noch Jobs oder Aufgaben zu verteilen. Und dahingehend, da ist auch noch Platz. Ja, da ist auch definitiv noch Platz. Simon, kannst du noch was ergänzen? Ja, na, vielleicht die Brücke jetzt zu Mein Ziel 22. Also wir haben ja bewusst quasi den Endzeitpunkt auf das Camp gelegt. Ihr habt vielleicht gemerkt, wenn ihr ein bisschen gelesen habt, wir haben die Ziele mit der Methode Objective Key Result formulieren lassen. Also Objective ist so der Zielzustand, die Vision. Was wollt ihr, was stellt ihr euch vor, erreicht zu haben bis zu einem Zeitpunkt? Das ist eben genau der Zeitpunkt des Camps. Aber auch, was sind drei ganz konkrete Schlüsselergebnisse, wenn man es mal übersetzt, die man dann auch vorzeigen kann. Und wenn ich jetzt an Sandras Sketchnoting-Lernreise zum Beispiel denke, dann macht es schon einen Unterschied, ob man einfach in dem Screenshare sieht, was ist ein Ergebnis von dem Sketchnoting oder ob man sie live dann auf dem iPad malen sieht und sie ihre letzten Tipps und Tricks zur Concept-App uns verraten kann. Also das wird sicher auch eine Gelegenheit sein, dann zu showcasen und mal zu zeigen, was da so alles rausgekommen ist an Lernergebnissen. Danke, danke dir. Und Sandra, kauf den iPad, ja? Simon hat es gesagt, ist jetzt gesetzt. Ja, super. Danke euch zwei für die Einblicke dazu. Ich freue mich auch schon riesig. Ich denke, wir alle freuen uns riesig darauf, uns Ende Mai auch endlich physisch wieder zu sehen. Und da ist eigentlich immer gutes Wetter. Ja, meine Mutter hat da Geburtstag, meine Großmutter hat da Geburtstag und diese Tage sind immer super, zumindest im Norden, da wo ich ja wohne. Und dahingehend lasst uns physisch und online natürlich die zwei Tage rocken und meldet euch an. Wir haben noch Plätze und seid auf jeden Fall dabei. Mhm. Dankeschön. So, Bildschirm gewechselt. Kind im Hintergrund auch wieder ruhig. Und Svenja, als letzten Part zur offiziellen Agenda-Runde. Genau. Wie geht es weiter? Schauen wir uns das Ganze nochmal visuell an. Dort seht ihr unsere Reise zusammengefasst in 5 Stationen. Das Finale wurde jetzt gerade schon vorweggenommen. Das Corporate Learning Camp von Karl-Heinz und Simon. Genau, wo befinden wir uns? Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, ja, es gab schon einen Kick-Off im Januar, wo wir darüber gesprochen haben, was ist überhaupt dieses Mein Ziel 22 und warum machen wir das und wie finde ich mich hier zurecht, welche Links gibt es? Das haben wir heute nochmal gut für euch zusammengefasst. Wenn ihr da nochmal tiefer einsteigen wollt, könnt ihr euch auch gerne nochmal den Kick-Off im Januar anschauen. Das haben wir nämlich auch aufgezeichnet. Das Video ist auch erhältlich auf YouTube und auf CoLearn. Und jetzt befinden wir uns gerade, ihr alle, wir zusammen, in der Auftaktveranstaltung. Also heute geht es los.
Heute beginnt die Reise Mein Ziel 22 und wir würden euch gerne bitten, euer Ziel zu formulieren. Es ist also noch nichts verloren. Nein, es geht jetzt gerade erst los. Aber es wäre super, wenn ihr bis Ende der Woche, bis zum 25. dann euer Ziel formuliert habt und das im besten Fall auch geteilt habt. Und noch besser, wenn ihr das Ganze öffentlich geteilt habt. Auf unserer Reise wollen wir dann aber uns nicht ganz verlieren. Gegebenenfalls habt ihr auch einen Learning Circle. Das heißt, ihr habt euch über Peerfinder schon eine Lerngruppe zusammengefunden oder ihr begebt euch ganz alleine auf die Reise. Das ist absolut in Ordnung. Und genau, aber auch wir wollen uns einfach nochmal austauschen auf der Reise in zwei Boxenstopps, einmal im März und einmal im April. Und da wollen wir genauso einen Austausch haben, wie wir den auch heute haben. Fragen klären und zusammenfinden und gemeinsam voneinander lernen. Dazu aber auch noch später mehr. Also sobald wir dann näher an die Boxenstopps rankommen, im März und April, teilen wir dann auch nochmal, was wir konkret mit euch vorhaben. Und dann endet unsere Lernreise im April, am 25. Mai, wo wir dann gemeinsam feiern wollen, im besten Fall die Zielerreichung und gemeinsam reflektieren wollen, wie sah die Reise von euch aus, und wir freuen uns natürlich da auch auf sämtliche Sessions, wo wir dann gemeinsam über unsere Lernreise sprechen. Genau so sieht die Reise aus. Heute geht es los und ja, jetzt können wir eigentlich nur noch sagen, habt eine gute Reise, ganz, ganz viel Spaß beim Lernen. Und auf der nächsten Slide seht ihr dann nochmal, ich glaube, ein paar Bilder vom Orga-Team. Also ihr könnt uns jederzeit kontaktieren, falls doch noch irgendwo Fragen sind, wo kann ich mein Ziel teilen und so weiter und so fort. Da sind wir gerne eure Ansprechpartner. Dankeschön, können wir, glaube ich, alle an dieser Stelle sagen. Und wenn jetzt noch Frage oder Austauschbedarf ist. Genau, im Chat kam die Frage, ja, wann die Boxenstopps sind. Ich glaube, die sind auch für 13 Uhr eingeplant, richtig? Genau. Offizielle genau, also Co-Learn CLC-Zeit, ja, 13 bis 14 Uhr. War doch schon immer so. Ja, nein, das ist, also ich finde es persönlich auch so eine perfekte Zeit. Mittags ist super, ja. Das kannst du irgendwie immer reinquetschen, ja, und zur Not, ja, es wird ja auch aufgezeichnet, und so dass wir es restreamen können. Ja, vielen Dank. Der Chat ist eröffnet, wir haben noch ein paar Minuten. Der offizielle Part, danke euch allen, Jakob, Svenja, Simon, Karl-Heinz und Martina, und danke euch und danke natürlich auch an Franz und Sabrina und für die Informationen. Danke auch an Oliver Lorenz und allen anderen, die in der Zwischenzeit uns mit Insights und Input versorgt haben. Und sind jetzt noch Fragen, dann hätten wir noch Zeit, euch die gerne zu beantworten. Nutzt den Chat, das ist bei der noch Menge an Teilnehmern das Leichteste. Wenn wir euch aktiv Fragen beantworten können, stellt sie gerne.